immer sicher. Ja, also, wie erwartet, die Nachtlevel laufen größtenteils ohne Leben verlieren ab. Ja. Ist auch gut so. Sehr gut. Irgendwie. Wow. Wow. Böse aus. Wie bin ich da plötzlich nach oben gekommen? Ich hab da unten noch was dort. Wir sammeln das da hinten nicht ein. Wir gehen sofort weiter. So wichtig ist mir die neue Gesundheitsstufe nämlich nicht. Und das sieht viel weiter aus, als es ist. Nein. Bewegen sich jetzt viel schneller, ich muss aufpassen. Moment mal. Kannst du nicht draufspringen? Doch, kann ich. Hab ich auch gerade. Ah, Kampf! Yeah, draufpassen! Ihr beiden lebt auch noch. Ja, ich will mir den Gestanten packen. Also packe ich mir auch den Gestanten. Dann kommen auch schon die Idee. Ja, die sind immer da. Der lebt ja immer noch. Und hier ist irgendwo noch ein Donnervieh. Das ist so ein Brutzel-Scheißding. Ein Brutzel-Scheißding, das wir gar nicht brauchen. Gebrauchen können. So. Noch hier hoch. Und zur Seite. Mein Item. Warum sollte ich jetzt hier? Aber ich bin in die falsche Richtung gerannt. Ja, stimmt, da unten ist die Tür. Ah. Hier müssen wir wieder einen Schalter öffnen. Und der Pfeil zeigt schon an, dass wir jetzt nach oben ziehen müssen. Mit dem Schalter. Schalter gedrückt. Und da geht es schon wieder zum nächsten. Öffne dich. Ja. Schön verstecktes Energiepack hier. Ich stelle wahrscheinlich heute eine neue Bestzeit in diesem Eggman-Level auf. Persönliche Bestzeit. Und da ist so ein Block, der sich gleich automatisch bewegt. Warten, bis der Stach runtergekommen ist. So, hier könnte ich jetzt Türen öffnen, aber... Aber sonst machen wir es einfach mal. Denn in einer von denen ging es weiter. Block, was ihr richtig erwischt. Ja, hab ich auch. Das könnt ihr auf der Karte sehen. Und da haben wir diesen Ring. Diesen wunderbaren, schönen, großen Ring. Yeah, Level abgeschlossen. Fun. Oh ja. Unerwarteterweise. Aber Eis ist leer. 300 Punkte bis zum nächsten Level. Ich glaub's nicht. Das war ja jämmerlich jetzt. Kann man nicht ändern. Ich hatte es auch schon auf. Mir fehlte ein XP von Lob. Klar, fortsetzen, ey. Dass ihr später mal nachfragt, aber es ist doch eigentlich gut so. Kann man später dann einfach an der Stelle weitermachen. Was ich jetzt aber nicht werde. Ich werde es bis zu Ende machen. Ich habe keinen Bock, die letzte halbe Stunde noch auszusitzen. Nur weil es schon 10 vor 11 ist. Jetzt heißt es, ja, runtergelangen. Heile runtergelangen. Ach du Scheiße. Das Einzige, was uns dabei helfen kann, ist die blöde Blechkiste. Die auf der Plattform da oben steht, ne? Also, nicht falsch denken, dass ich jetzt da runterspringen muss. Was ich durchaus könnte. Aber nicht machen werde, sicher. Und ich kann das durchaus machen. Aber sicherheitshalber lasse ich es bleiben. Haha, daneben.
Ah, wieder daneben. Haben wir gewiss. Und das mit X, das war wohl nix. Ich glaube, man bewegt sich automatisch. Ich fange an, Eggman Land zu hassen, auch wenn es voll von Feuer ist, eigentlich ein so geiles Element. Ein Item eingesammelt, ey. Und Gegner! Ja, Britzelfiecher im Hintergrund und diese komischen Haut drauf Idioten vorne. Von denen jetzt noch mehr nachbauen. Da hinten steht auch noch einer. So, du stößt jetzt mal auch ganz brutal. Ringe eingesammelt. Ja, sieht ja echt komisch aus jetzt. Ach, wie nett. Ach, wie nett. Oh mein Gott. Warum hier? Oh, es war ja klar, dass mindestens ein so ein komisches Vorhängeschloss noch rankommt. Oh, klar. Die Ringe sind rechts. Die nächsten werden links sein. Nee, doch in der Mitte. So. Ach, der Teil ist ziemlich tricky eigentlich. Ich habe die Zeit lang überhaupt nicht gecheckt, wie ich den Teil hier machen sollte. Was soll man denn da machen? Also erstmal bewegen wir Plattform. Ja, du kannst es dir nicht aussuchen, wann du wohin springst. Extra auf die scheiß Plattform warten. Dann austüfteln, wo du wann wo lang musst. Du Scheiße, muss man ja voll nachdenken. Das war jetzt nicht das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Du solltest da jetzt nicht hin, Warhawk. Aber man kommt immerhin hier wieder. Ah, Gott sei Dank. Es ist jetzt nichts Tragisches, dass ich ein Leben verloren habe. Jetzt muss ich ja nicht auf Geschwindigkeitslevel und so einen Scheiß achten. Sollen wir einfach machen. Panic, watch you spin me right round. Ja, sicher, was bleibt noch anders über? Irgendwie durch immer zu früh zur Seite, oder? Ich hab schon geahnt, dass ich mich hier aufhänge. Hier dran. Ach, wird schon. Ja, wird schon. Los, ja. Ja. So. Siehst du? Einen kleinen Trick, den ich vergessen hatte zu tun. Vorhin habe ich jetzt gemacht und hey, es geht wieder. Na, Kamera entgleite nicht in die falsche Position. Was war das, was du da aufgesammelt hast? Ja, das war eins von diesen Puzzleteilen. Ich brauche ja drei davon. Ich krieg das Schloss nicht auf. Sah ganz irgendwie komisch aus. Die sehen alle so komisch aus. Ich hoffe nur, ich habe jetzt keinen verpasst. Keins, das wichtig ist. Ich krieg die Tür nämlich nur dann auf, wenn ich alle Teile habe. Das hier zum Beispiel. Okay, von mir kommt wahrscheinlich sowieso nicht wieder. Also hier zur Seite. Dann mal zur Seite. Unterrutschen.
So. Feinschwingen. So wie wir es in der Schule gelernt haben. Oder nicht gelernt haben. Das lernt man heutzutage schon in der Schule. Nur unnötigen Kram. Ja, so ein Zeug, das du wahrscheinlich dein Leben lang nicht mehr brauchst, aber besser ist es, wenn du es weißt, ne? Du weißt, dass du lange in der Schule bist. Das ist in Physik so eine Aufgabe, von wegen, dass ein Mann mit irgendeiner bestimmten Geschwindigkeit mit seinem Auto gegen eine Wand fährt. Und der Frage war, wie hoch war die potenzielle Energie? Ich dachte mir nur so, gut, also wenn ein Mann gegen eine Wand fährt mit seinem Auto, berechne ich erstmal die potenzielle Energie und mache mir dann Gedanken darüber, wie es den Typen geht. Mhm. Ist ja unwichtig. Hauptsache wir wissen, wie hoch die potenzielle Energie ist. Ja, und jetzt muss ich auf die Ränder aufpassen, dann kann ich nicht mehr runterfliegen. Ich glaube, hier kommt ein paar Mini-Bosse. Aber erstmal natürlich. Aber erstmal natürlich massig Gegner. Hä? Was? Kommen die Mini-Bosse hier auf der Plattform? Ja, es kommen mehrere Mini-Bosse vor. Wir sind hier im letzten Dings. Im ultimativ bösen. Und ich meine, jetzt diese fetten Glops, die Bosse da, die kommen, die gekommen sind schon. So, ich meine, die großen Muskelkater-Idioten mit der Keule. Ach ja. nee, es ist doch ein Verdacht. Die sind jetzt alle schon besiegt. Das ging schnell. Ja, der hält ja lange noch still, ne? Oh, da ist ein Ausgang. Den ich noch nicht lang kann. Den ich jetzt lang kann. Okay. Ja, ich muss warten, bis die Barriere weg ist. Okay, da hinten hätte ich wahrscheinlich noch hingekonnt. Ist da denn noch irgendwas finden? Ja, wahrscheinlich irgendwie so ein verstecktes Item. Aber wie schon gesagt, ich bin nicht besonders scharf darauf im Moment. Soundtrack 1 freigespielt. Wow. Sehr nützlich. Hm, vermutlich der Titelsong. Ja, Spiel fortsetzen. Ein Level kommt auf jeden Fall noch. Late. Untere Stufe, der Kessel von Dark Gaia. Ich gehe da oben jetzt mal nicht lang. Ich will einfach nur durch. Einfach nur weiter. Jetzt stresse ich mich immer, wie ich das eigentlich in dem Race gegen Axel machen sollte. So, wenn Sonic an dir vorbei ist, folgt dem erstmal kein Projekt, bis ich wenigstens eins der anderen Projekte durch habe. Das kann selbst bei denen noch dauern. Ja, jetzt kommen natürlich wieder diese Feuermagier. Ah, da ist das Wasserkopf. Kommt her, kommt. Idioten! Die dashen in das Wasserfass. Und zerstören es damit und verteilen das Wasser auf sich. Noch so ein Feuermagier. Wollte schon Wassermagier sagen. Das Volga ist mir selber Wasser. Lal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